da? Bestimmt. Siehst du ihn? Ja, guck mal da. Oh, hallo, da seid ihr ja. Hallo, Paddy. Hi, ich komm gleich raus. Uiuiui, war das eine lange Fahrt hierher auf die Insel Rügen. Vielen Dank für eure Einladung. Schön, dass du uns endlich mal besuchen kommst, Paddy. Klar, ist doch Ehrensache. Oh, hey, das hier sind übrigens meine Freunde, nämlich... Ich bin die Lea. Und... Ich bin die Emily. Genau, und beide sind Robbenbotschafter. Denn endlich haben wir wieder Kegelrobben bei uns in der Ostsee. Das sind die größten Raubtiere, die wir in Deutschland haben. Und die zeigen wir dir heute, Paddy. Echt? Hey, das finde ich fantastisch. Was sitzen wir hier eigentlich noch rum? Los, auf geht's! Hey, schöner Hafen hier. Ja, oder? Schau mal, da liegt unser Boot. Boah, ihr habt ein eigenes Boot. Ist ja bärenstark. Oh! Da ist ja auch Lioba vom WWF und der Thomas vom Biosphärenreservat Südostrügen. Grüßt euch! Hallo Paddy. Hallo Paddy, schön, dass du da bist. Heute darfst du mal mitfahren. Komm mit an Bord. Hey, das ist bärenstark. Komm sofort. Und dann fahren Paddy und die Botschafter raus auf die Ostsee, auf der Suche nach den Kegelrobben. Vor rund 100 Jahren waren sie hier komplett verschwunden. Fischer hatten sie vertrieben aus Angst, dass die Kegelrobben den ganzen Fisch wegfressen. Vor 10 Jahren sind dann die ersten Robben vor der Insel Rügen erneut aufgetaucht. Und heute setzen sich die Robbenbotschafter und der WWF dafür ein, dass diese Tiere wieder bei uns heimisch werden. Du Lioba, was haben wir denn jetzt vor? Wir fahren jetzt raus auf den Greifswalder Bodden an eine ganz flache Stelle. Da tummeln sich die Kegelrobben besonders gern. Oh. Ich bin total gespannt, Lioba, ob wir viele Robben sehen. Ich bin auch gespannt. Du kannst ja schon mal Ausschau halten. Schau mal, Paddy, da sind unsere Kegelrobben. Boah, sind die süß. Fast so süß wie ich. Du bist natürlich unser Süßester. Oh. Danke. Schau mal, Lea macht ein Monitoring. Monitoring? Was ist das denn? Also, wir schreiben wichtige Daten auf, wie zum Beispiel, wie viele Tiere wir gezählt haben oder ob es Störungen gab, wie zum Beispiel Fischer, Netze, all sowas. Oh, da bin ich super drin, da kann ich euch helfen. Habt ihr mal ein Fernglas? Das wäre super. Okay, warte. 3, 8, 9, 15. Du kannst bitte notieren. 15 Kegelrobben haben wir gesehen. Bitte eintragen. 15? Und was muss man noch beachten beim Monitoring? Also, wir tragen ein, ob das, wie das Wetter ist, ob es bewölkt ist, ob es... Moment. Ist ein ganz klein wenig bewölkt. Kannst du aufschreiben? Alles klar, Paddy. Super. Und welche Windstärke? Moment. Windstärke 2,5. Und guck mal, Paddy, bei Störungen können wir das Fischerboot dort eintragen. Der Fischer ist viel zu nah an den Kegelrobben. Boah, das gibt's ja nicht. Hey, du da! Ein bisschen mehr Abstand halten! Ich glaube, er hört sogar auf dich. Ja, das muss er ja auch. Menno! Emily und Lea, warum setzt ihr beide euch eigentlich so für die Kegelrobben ein? Schau mal, Paddy, die Kegelrobben, die sind doch total süß, oder? Ja. Und sie sind auch richtig gute Schwimmer. Aber man darf natürlich eigentlich nicht vergessen, dass es Deutschlands größten Raubtiere sind. Was habt ihr rausgefunden? Hey, Lioba, also wir haben gerade noch die Anzeige... Emily und Lea erzählen Paddy, dass sie als Robbenbotschafter zusätzlich Infostände aufbauen, um mit Einheimischen und Gästen ins Gespräch zu kommen. Sie verteilen Broschüren und erklären den Leuten, dass man die Tiere nicht streicheln soll und ihnen kein Futter geben darf. Denn Kegelrobben sind keine Kuscheltiere, es sind Raubtiere. Emily, Lea,
Was wäre denn euer größter Wunsch? Dass hier Jungtiere geboren werden und sich endlich wieder eine Kolonie ansiedelt. Oh ja. Und am schönsten wäre es, wenn jeder Mensch Kegelrobben ins Herz schließen würde. Das ist ein toller Wunsch. Und ihr beide arbeitet ja schon genau für dieses Ziel. Lioba, was wäre denn so dein größter Wunsch? Na, die beiden Wünsche sind auch bei mir an oberster Stelle. Aber ich wünsche mir auch, dass noch mehr Kinder und Jugendliche Robbenbotschafter werden wollen und zu uns stoßen. Fände ich auch eine tolle Sache. Also, ihr habt's gehört. Wer hier in der Region Rügen lebt, oder Lioba? Genau. Der meldet sich bei... beim WWF. So ist es. Also, ich finde, ihr beiden seid einfach... fantastisch? Ja, genau, das wollte ich sagen. Also, die Robben können stolz auf euch sein. Und ich bin's allemal. Ja, und jetzt hätte ich gerne wieder festen Boden unter den Füßen. Okay, Paddy, dann lass uns jetzt zurückfahren. Hey, das wäre perfekt. Ich schreibe euch auch mal eine Postkarte, okay? Cool. Gut, bis dann. Tschüss, ihr beiden. Tschüss.